Hallo und damit herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Montag in Regensburg. Ich darf unseren Trainer Stefan Leitl herzlich begrüßen. Stefan, wie schaut es personell aus? Ja, sehr gut. Das ist das Erfreuliche. Ja, wie Sie natürlich alle wissen, wird Julian Green natürlich aufgrund seiner Sperre ausfallen. Ansonsten ist es so, dass wir den kompletten Kader aktuell zur Verfügung haben im Training. Das heißt, dass Hans Zapa ja auch schon große Teile des Mannschaftstrainings mittlerweile absolviert. Allein Idiguchi ist jetzt noch in der Aufbauphase, wird aber auch nächste Woche dann schon in Teilen des Mannschaftstrainings mit dabei sein. Und ja, deshalb haben wir den kompletten oder fast den kompletten Kader jetzt dabei, was natürlich sehr erfreulich ist für uns. Und ja, auch ein Kompliment natürlich an die medizinische Abteilung, dass das ja so wunderbar bisher geklappt hat. Zum Spiel. Ja, wichtig, dass es jetzt endlich losgeht wieder, dass wir endlich zum Spielen kommen nach der Spielabsage vom Wochenende. Wir freuen uns natürlich auf die Partie in Regensburg. Wenn man schon ein Auswärtsspiel hat, dann ist es natürlich umso schöner, dass die Anreise nicht ganz so lang ist. Wir hoffen natürlich auch auf große Unterstützung, so wie in den vergangenen Auswärtsspielen auch, dass uns unsere Fans ja mit nach Regensburg begleiten und uns dort so unterstützen, dass wir dann auch ein positives Ergebnis am Ende mitnehmen. Zum Spiel an sich, glaube ich, braucht man nicht so viel sagen. Spielanlage von beiden Mannschaften ist bekannt, es wird keine große Abtastphase geben. Ich glaube, dass es von der ersten Minute an richtig zur Sache geht und ja, da müssen wir schauen, dass wir schnellstmöglich unsere Leistung dann auf den Platz bringen und versuchen, unser Spiel zu spielen. Und alles, was uns gegen Regensburg entgegenbringt, ja, einfach abfangen und, ja, und in Situationen kommen, wo wir ihnen einfach wehtun können. Und das ist die Vorgabe für uns. Wie gesagt, wir freuen uns auf das Spiel und ja, sind auch gewillt, da ein positives Ergebnis zu erzielen. Vielen Dank, Stefan. Damit kommen wir zu euch und euren Fragen, sofern noch welche offen sind. Martin Ferschmann. Ich habe mir die Regensburger letzte Woche angeschaut, war unten gegen Duisburg und ist ja bekannt, wie sie spielen, dass sie Gegner immer unter Stress setzen wollen, dass sie immer draufpressen, egal wie das im Spiel läuft. Wie kann man diesem Stress entgehen? Ja gut, das will man jetzt hier auf der PK nicht preisgeben, wie man dem hingehen kann. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Wie gesagt, es ist wichtig, oder von der Spielanlage her sind, glaube ich, beide Teams identisch. Das Einzige, was da den Unterschied macht im Spiel gegen den Ball, ist die Grundordnung. Die Regensburger, ja, agieren meistens aus einem 4-4-2 und dementsprechend sind wir vorbereitet auf das, ja, wie sie uns anlaufen, wo sie Ballgewinne erzielen wollen. Und deswegen ist für uns einfach wichtig, dass wir im eigenen Ballbesitz die richtigen Lösungen finden, um diesem zu entgehen, diesem Pressing. Dieter Bracke. Welcher deiner Spieler ist am ehesten in der Lage, die Kugel, die früher Lederkugel, das ist es ja nicht mehr, im gegnerischen Tor unterzubringen? Am ehesten in der Lage? Ja, in der Lage ist jeder. Es darf ja auch jeder. Und ja, dabei geht es nicht um Trainingsleistungen. Es geht darum, dass wir natürlich in den letzten Spielen auch schon sehr, sehr viele Chancen hatten. Und dass in manchen Situationen vielleicht das Timing nicht gepasst hat, der letzte Pass nicht sauber gekommen ist dann. Und das sind Dinge, an denen wir einfach arbeiten. Auch die Jungs wieder immer wieder in Situationen bringen, wo sie vors Tor kommen. Und ja, dann ist es oftmals einfach nur eine Konzentrationssache, dass ich ruhig bleibe, weil das technische Vermögen ist auf alle Fälle da. Und ich glaube auch, wir sollten nicht ein zu großes Fass aufmachen und das überbewerten. Wichtig ist erstmal, dass wir aus dem Spiel Torchancen haben. Wenn wir irgendwann mal hier sitzen und wir haben gar keine Torchancen mehr, dann hätten wir ein größeres Problem. Jetzt geht es einfach darum, sich für die Art und Weise und für das Spiel, das wir auf den Platz bringen, dann auch zu belohnen. Und hoffe natürlich, dass dann am Montag dann auch der Knoten aufgeht und wir ja, dann vielleicht mehr als ein Tor schießen. Alex Pfeller. Die
Die Regensburger sind momentan Achter. Denen fehlt noch ein Sieg für die 40-Punkte-Marke. Wie schätzen Sie denn so grundsätzlich die Qualität ein? Sind die nicht vielleicht sogar ein bisschen besser, als es der Tabellenplatz aussagt? Die haben es gegen Heidenheim und den HSV gewonnen in den letzten 3 Wochen. Ja gut, dass die Regensburger eine gute Mannschaft sind, das wissen wir ja schon seit längerem. Gut, in Heidenheim zu gewinnen, ist sicherlich schon schwer. Gegen HSV würde ich es nicht überbewerten, weil sie da einfach in Überzahl auch gespielt haben. Und da waren sicherlich die ein oder andere Situation, wo sie auch früh schon hätten höher in Rückstand geraten können. Und dann, glaube ich, hätten sie dieses Spiel nicht mehr drehen können. Aber was man ihnen definitiv zugutehalten muss, ist einfach, dass sie nie aufgeben. Du kannst dir in Regensburg nie sicher sein, auch bei Führung nicht, dass du das Spiel nach Hause bringst. Und das ist einfach schon eine Stärke, einfach eine mentale Stärke auch, dass sie bereit sind, bis zur letzten Minute da wirklich alles zu geben und nicht aufgeben. Und dessen sind wir uns ja auch bewusst und wir kennen diese Mannschaft auch. Und deshalb gilt für uns einfach, unsere Stärken dem entgegenzubringen, und die sind nicht so schlecht. Philipp Waldmann. Sie haben anfangs erwähnt, dass fast der gesamte Kader zur Verfügung steht. Merkt man es im Training, dass die Konkurrenzsituationen unter den Spielern auch größer jetzt werden, dass es im Training mehr zur Sache geht? Und für Sie gilt es ja dann, die richtige Wahl zu treffen für den Kader. Das sind ja auch dann knifflige Entscheidungen. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass alle fit sind. Auf der anderen Seite, wie Sie schon gesagt haben, ist es schon für uns dann immer eine Situation, ja, die nicht immer ganz einfach ist, aber nochmal, es ist ein Teamsport, ein Mannschaftssport, und da steht das Wir über dem Ich, und jeder ist einfach, ja, auch oder muss für sich einfach auch immer wieder versuchen, im Training an seine Leistungsgrenze zu gehen, um dann auch einen Platz in der Mannschaft oder in dem Kader zu bekommen, und deswegen ja, ist es schön, dass wir diese Konkurrenzsituation haben, weil sich auch keiner sicher sein kann und keiner ausruhen kann. Und ich habe das lieber so, als wie wenn wir nur mit 12, 13 Spielern rumlaufen würden. Alex. Wird die zweite Reihe nochmal wichtiger werden, vor allem nach der Länderspielpause, wenn dann 3 Spiele in einer Woche anstehen, auch eingedenk der Tatsache, dass einige Spieler schon 4 gelbe Karten haben? Also bei uns ist, ich spreche ungern von der zweiten Reihe, bei uns ist jeder Spieler wichtig, egal ob er jetzt die letzten Spiele gespielt hat oder weniger gespielt hat. Ich habe eigentlich die Frage schon beantwortet, es liegt an jedem selbst. Wir brauchen einen hohen Konkurrenzkampf im Training, wir brauchen ein hohes Niveau im Training, dass jeder auch an seine Leistungsgrenze gehen kann. Und wenn man dann mal 3 Spiele in einer Woche hat, dann liegt es natürlich schon nahe, dass du vielleicht den einen oder anderen Wechsel auch vornimmst. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Jetzt ist jetzt erstmal das Montagsspiel dran. Dann haben wir eine Länderspielpause. Und danach beschäftigen wir uns mit den kommenden 3 Partien. Martin. Der Tobi Mohr hat letzte Woche in der U23 gespielt. Wenn ich mich nicht täusche, ist der schon so weit, dass man ihn mit in den Spieltagskader nehmen kann? Ja, ist er, weil auch ein gutes Feedback von ihm kam. Hat er gleich ein Tor geschossen dann auch und hat da auch eine gute Leistung gezeigt in den 45 Minuten. War auch wichtig für unsere U23, dass wir jetzt den 2. Sieg in Folge einfahren konnten. Und wie gesagt, gutes Feedback, hat eine ordentliche Trainingswoche bis jetzt auch ohne Probleme. Und jetzt hat er noch, muss gleich überlegen, fast 4 Einheiten Zeit, sich für den Kader am Montag zu empfehlen. Philipp. Die Woche war ja gezwungenermaßen auch ein bisschen anders. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie wichtig ist, dass man eigentlich im Spielrhythmus bleibt? Das ist ja jetzt wieder so Pause vor der Länderspielpause so ein bisschen. Ist es ungut? Wie hält man da die Spannung auch hoch? Ja gut, am Sonntag war natürlich schon eine große Enttäuschung da und war auch so ein kleiner Bruch dran. Ist ja klar, so ein Spannungsverlust ist natürlich, wenn du dich auf ein Spiel vorbereitest und auf ein Spiel freust, dann hast du das automatisch erstmal zu verkraften. Vor allen Dingen, wir waren schon, sind auch immer noch einfach gut drauf, und
der Moment, glaube ich, lag für letzten Sonntag auch auf unserer Seite in dem Spiel. Ja, wir haben das Beste draus gemacht, wir haben nicht lange lamentiert, wir sind auf den Platz gegangen, haben das gemacht, was wir fast jeden Tag tun, wir haben gekickt und seit Mittwoch ist die Vorbereitung auf dieses Regensburg-Spiel. Und wie gesagt, das Gute ist, wenn du in Regensburg spielst, es gibt keine Abtastphase. Das heißt, das Spiel mit Anpfiff geht's direkt los und das ist für uns gut, dann können wir nicht lange ins Überlegen, sondern müssen von der ersten Minute an präsent sein. Alex nochmal. Sie haben ja immer betont, dass es Zeit braucht, das Offensivspiel zu entwickeln, sich Chancen oder Tore aus dem Spiel raus zu erspielen. Wie wichtig sind da in dem Prozess auch Standardsituationen? Und welche Spieler sehen Sie da in der Pflicht? Ja, um den ersten Teil der Frage zu beantworten, also es ist ja nicht so, dass wir keine Chancen haben. Also wir sind ja schon einen Schritt weiter, weil wir haben ja Torchancen im Spiel und das ja auch nicht wenig, sondern immer eine gute Anzahl von Torchancen und auch wirklich von der Qualität her gute Torchancen. Das ist mal der erste Punkt. Und dass es Zeit braucht, das ist auch klar, aber du holst dir natürlich auch im Training kannst du dir auch diese nötige Sicherheit dann holen und das versuchen wir einfach mit den Jungs immer wieder zu trainieren und immer wieder Abläufe einzustudieren und irgendwann wird der Knoten dort auch platzen. Zum zweiten Teil der Frage ist es, Standardsituationen in der zweiten Liga sind extrem wichtig, weil sich viele Mannschaften eben auch auf Augenhöhe bewegen und so eine Standard muss man jetzt schon auch am eigenen Leib verspüren, kann natürlich dann auch mal ein Spiel drehen oder vielleicht dir auch die Möglichkeit geben, mal ein Spiel so zu lenken, wie du es dann gerne hättest, dass sich mehr Räume ergeben. Und da sind wir natürlich auch da dran, um uns auch dort zu verbessern. Es gibt immer Situationen während der Saison, wo mal was besser funktioniert und mal etwas nicht ganz so gut funktioniert und du hast immer eine Woche Zeit, um dort Korrekturen vorzunehmen und das werden wir auch hier bei den Standardsituationen natürlich machen. Max Fischer. Sie haben es gerade schon angesprochen, dass es gut für Ihre Mannschaft ist, wenn sie eben gegen Regensburg nicht die Chance hat, lang nachzudenken, sondern direkt reingeworfen wird. Ist das vielleicht so ein bisschen dann der Schlüssel, wenn einfach mal der Kopf ausgemacht wird und gekickt wird, also wirklich diesem Instinkt einfach wieder nachgegangen wird? Ja gut, es gibt schon einen Plan, an den sollten sich die Jungs dann schon halten im Spiel, weil es gibt ja auch Möglichkeiten, wie man einen Gegner wie Regensburg oder jeden anderen Gegner dann auch bespielen kann oder zu Fehler zwingen kann. Aber für uns ist einfach wichtig, dass wirklich viel Stress von Beginn an erzeugt wird. Und da kannst du nicht, du wirst keine langen Ballbesitzphasen zu Beginn haben, um das Spiel langsam zu machen. Und deswegen kommst du natürlich auch emotional schon mal auf eine ganz andere Ebene und bist dann wahrscheinlich auch schneller präsent. Und deswegen ist es natürlich auch gut für uns. Alex Peller. Bei Ideguchi scheint der Heilungsverlauf ja recht schnell voranzugehen. Kann er nochmal ein Faktor werden zum Saisonende hin? Ja, das hoffen wir natürlich. Man muss jetzt auch die individuellen Trainingseinheiten immer wieder abwarten, gute Gespräche mit ihm führen, von ihm Feedback einholen, wie er sich fühlt. Und aktuell ist wirklich alles so, dass wir da auf einem richtig guten Weg sind. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, dass wir nächste Woche schon ihn eingliedern können in Teile des Mannschaftstrainings, ist natürlich erfreulich für uns alle. Gut, dann sagen wir an der Stelle vielen Dank fürs Kommen, wünschen ein schönes Wochenende und sehen uns dann hoffentlich alle am Montag in Regensburg. Bis dahin, schöne Zeit.